Ja, hallo liebe LASK-Fans und damit ein herzliches Willkommen hier aus dem Waldstadion in Pasching. Seit 1908.tv meldet sich mal wieder mit einer Ausgabe und heute sind wir hier im Interview mit einem der fixen Größen der LASK-Mannschaft und eigentlich könnte man auch sagen mit dem LASKler der Stunde, mit Felix Lugeneder. Felix, du hast ja in den letzten zwei Jahren durchaus einen steilen Aufstieg hingelegt. Vor zwei Jahren unter Karl Dachsbacher, sagen wir mal, magere 3 Einsätze gehabt. Letztes Jahr dann aber unter Oliver Glasner, gerade in der Rückrunde, bist du zu einer echten Stammgröße im LASK gewachsen. 25 Mal im Einsatz und vor allem eben in der Rückrunde absoluter Stammspieler. Und diese Saison 11 Spiele, 11 Einsätze, 1020 Minuten und gemeinsam mit Christian Ramsebner der absolute Topspieler des LASK, was die Einsatzminuten angeht. Wie gehst du damit um und hättest du vor zwei Jahren einen so steilen Werdegang innerhalb des LASK erwartet? Ja, es war sehr ausschlaggebend, der Trainerwechsel. Der hat mir sehr viel gebracht, aber wie du schon gesagt hast, ich habe trotzdem als unter Dachsbacher mein Debüt gefeiert, hat dann halt nur zu 3 Einsätze gereicht, aber wie gesagt, ich bin immer dran geblieben, habe mich immer im Training präsentiert und dass dann wirklich so gut geklappt hat bis jetzt, habe ich mir nicht zu erwünschen erhofft, aber wie gesagt, im Sport kann es oft sehr schnell gehen und das hat sich halt in meinem Fall wieder widerspiegelt und mir taugt es, dass ich jede Woche mein Können zeigen kann und zurzeit haut es richtig gut hier und genauso kann es weitergehen. Ja, und auch nicht nur am grünen Rasen, sondern auch abseits stehst du ja aktuell ziemlich im Fokus. Ich möchte nur erinnern daran, dass du ja von der Mannschaft nominiert wurdest, quasi als Steckenpferd des LASK anzutreten bei der großen OÖ-Kickerwahl. Sicherlich auch eine große Ehre, dann wie schon angesprochen, das absolute Vertrauen des Trainerteams durch die vielen Einsätze und natürlich auch bist du zum absoluten Fanliebling gereift, vor allem auch durch deine 2 Derby-Tore. Du bist ja der Derby-König quasi des LASK geworden in dieser Saison. Wie gehst du mit dem aktuellen Hype um deine Person eigentlich um? Ja, es ist wirklich eine schöne Sache, dass man vor allem von den Fans so gefeiert wird. Ich finde es richtig cool. Und ja, wie gesagt, ich bin halt ein Eigenbauspieler vom LASK, bin aufgewachsen in Linz, wohne die ganze Zeit in Linz. Und dass das halt von den Fans so zurückkommt, ist natürlich sehr schön. Aber wie gesagt, das ist auch relativ leistungsbezogen. Also wie gesagt, es läuft richtig gut und die Tore sind halt die Draufgabe. Das Derby war natürlich ein Wahnsinnstag für mich. Also nichts Schöneres für einen LASK-Spieler. Und ja, so kann es weitergehen. Wir haben jetzt schon einen kleinen Blick auf deine vergangene Karriere geworfen, beziehungsweise eher gesagt auf die letzten 2 Jahre. Aber gerade für einen jungen Spieler ist ja auch der Ausblick auf die Zukunft recht wichtig, beziehungsweise auch auf ein mögliches Auslandsengagement. Ich sage nur, Innenverteidiger, junger Spieler und beim LASK unter Vertrag, das hat vor einigen Jahren, sagen wir mal, ganz gut geklappt. Kevin Wimmer steht aktuell bei Tottenham ja immer noch unter Vertrag. Ist für dich ein Auslandsengagement in den nächsten Jahren auch denkbar und wo wird es da hingehen? Ja, das ist jetzt mal ganz weit hergenommen, aber bin jetzt noch immer beim LASK unter Vertrag. Wir haben alle gemeinsam ein Ziel und das verfolgen unsere Fans auch und das wollen wir ihnen halt geben. Zum Kevin Wimmer, ja, unglaublicher Werdegang. Hat aber eins nicht geschafft und das war der Aufstieg mit LASK und das würde mir sehr, sehr viel bedeuten und das liegt jetzt einmal an uns Spielern, dass wir das schaffen und ich glaube, das ist absolut möglich und das ist natürlich jetzt ganz an erster Stelle. Alles klar, das ist natürlich Musik in den Ohren aller LASK-Fans, dass der Aufstieg in dieser Saison an erster Stelle steht. Aber wenn wir noch kurz jetzt ein bisschen zum Träumen beginnen dürfen, angenommen, sämtliche Top-Vereine Europas machen dir ein Vertragsangebot. Was wäre jetzt so dein Traumverein, wo du sagst, ausgenommen natürlich für den LASK, das ist eh klar, da möchte ich unbedingt einmal in meiner Karriere spielen? Ja, hier gibt es ein paar Vereine, wo man sicherlich einmal gern spielen würde, aber man sollte da am Boden bleiben. Champions League ist jeden Dienstag und Mittwoch auf die Nacht und wir spielen freitags und dienstags nicht um 3:15 Uhr, aber
ganz egal, nein, schauen wir mal. Vielleicht ergibt sich irgendwann einmal was, wäre sicher eine coole Sache. Aber ja, jetzt heißt es am Boden bleiben, arbeiten und trainieren und vielleicht ergibt sich das dann irgendwann einmal von selbst. Alles klar, also die Ansage in diesem Fall klar. Jetzt zuerst mal der Fokus auf den Aufstieg und dann vielleicht in größere Höhen aufsteigen. Gut, eine Frage, die mir natürlich noch auf den Lippen brennt, ist jetzt der Rückblick auf deine bisherige Karriere, also eher so im Jugendbereich. Du warst ja nicht immer beim LASK, du warst fast immer beim LASK, Glasgow und Linzer Akademie, aber deine fußballerischen Anfänge, die finden wir in Rotteneck, 13 Kilometer nördlich von Linz. Dort hast du, wenn mich nicht alles täuscht, von 2000 bis 2005 aktiv gespielt. Gibt es da noch Kontakte zu ehemaligen Trainern bzw. zu ehemaligen Mitspielern damals? Ja, ganz sicher. Also ich wohne auch noch in Rotteneck. Ich bin sehr, sehr oft eigentlich am Sportplatz. Also jeden zweiten Sonntag, wenn ein Heimspiel ist und ich habe Zeit, wir haben kein Training, dann bin ich sicherlich am Fußballplatz anzutreffen. Ich habe sehr, sehr viele Freunde noch dort, Kontakt zu Trainern, alten Mitspielern, ganz egal zu wem. Mir taugt es einfach und die Spieler dort, ich glaube, die sind auch sehr, sehr froh und glücklich, wenn ich hin und wieder mal vorbeischaue. Und ja, sicher, Rotteneck, meine erste Station als Fußballer und ja, man erinnert sich sehr, sehr gern an die Zeit zurück. Das heißt, warst du dann auch letzte Woche beim eigentlich fast geschichtsträchtigen und denkwürdigen 4:1 Sieg gegen Kirchberg-Denning vor Ort? Ja, ich war genau an dem Spiel war ich nicht da. Ich habe mich regenerieren müssen von unserer harten Partie am Freitag gegen den FAC. Und wir haben ja da dann Dienstag auch gleich wieder gespielt. Da war ich leider nicht am Fußballplatz, aber habe mich sehr, sehr gefreut über den Sieg und so kann es für den SC Rotteneck weitergehen. Ja. Ja, in diesem Sinne natürlich auch die allerbesten Grüße von Felix Lukeneder nach Rotteneck an seine ehemaligen Kollegen. Hoffentlich klappt es dieses Mal mit dem Vermeiden des letzten Tabellenplatzes. Alles Gute. Ja, wir begeben uns jetzt aber von der zweiten Klasse wieder zurück zum LASK und zur sportlichen Realität und die lautet Derby. Bereits in den letzten Tagen konnte man ja schon richtige Derby-Stimmung wahrnehmen. Es geht gegen den Kontrahenten, gegen den FC Blau-Weiß Linz und dir liegt offensichtlich ja das Derby auch im Blut. Du hast Anfang dieser Saison bereits 2 Tore gemacht im Derby und den Derby-Sieg beschert, aber auch im Frühjahr 2014 damals ein sensationelles Tor erzielt gegen die 1B-Mannschaft von Blau-Weiß Linz in der zweiten Klasse. War ja auch ein Derby und das schauen wir uns jetzt an. Ja, eben. Wir haben ja 2 oder 3 vorher oder ja, 18.000 Klicks hat dieses unglaubliche Tor von dir. Also du bist wirklich, was die Derbys betrifft, wahnsinnig erfolgreich. Warum glaubst du, liegen dir genau diese Partien so sehr? Ja, es ist eine ganz eine schwierige Frage, aber ja, als LASK-Spieler sind es hier die Spiele mit den meisten Emotionen und für einen persönlich natürlich ganz coole Spiele, für die Fans unglaublich wichtig. Und das jetzt, ja, ich sag 2014 war vielleicht ein paar Klassen tiefer, aber war trotzdem eine coole Sache. Und ja, wenn man zurückblickt auf das erste Derby in der Spielzeit, war das natürlich eine richtig geile Partie. Zuschauer waren richtig on fire. Wir haben das versucht, dass wir das auch am Spielfeld umsetzen können, haben das, glaube ich, auch richtig gut gemacht nach der 2-0-Führung. Haben wir vielleicht ein bisschen nachlassen. Derby hat ganz eigene Gesetze, also wir brauchen nur auf die Tabelle schauen, also von der darf man sich natürlich nicht blenden lassen, weil da ist alles möglich. Also lässt sich sehr vergleichen mit einer Cup-Partie, also da kann alles passieren und wie gesagt, wir versuchen, dass wir das genauso wieder umsetzen, wie wir das in der ersten Partie gemacht haben und vielleicht gelingt mir ja wieder das eine oder andere Tor, wäre für mich persönlich natürlich wieder sehr schön, aber in erster Linie steht natürlich der Sieg und die 3 Punkte und hoffentlich können wir mit euch dann in der Kurve wieder feiern.
Das wünschen wir uns natürlich alle. Ja, und was natürlich am Freitag dann auch passieren wird, zwangsweise, ist ja grundsätzlich die Rückkehr auf die Google. Jetzt haben wir 5 Heimspiele schon erlebt in dieser Saison, hier in der neuen Heimat im Waldstadion. Hand aufs Herz, traust du der Google in irgendeiner Weise nach? Ja, ist ja wieder ganz eine schwierige Frage, ja, man muss aufpassen, was man sagt, aber wir brauchen sie nur die Partien anschauen. Letzte Saison im Frühjahr schon, heuer die ersten Heimspiele waren wirklich sensationell, mit dem ausverkauften Derby, wo die Zuschauer aus den Nähten geplatzt sind, und auch wenn man jetzt am Freitag die Partie hernimmt, 3000 Zuschauer gegen Lustenau, wenn 3000 auf der Kugel sind, dann glaube ich, ist die Stimmung nicht so gut. Man braucht nur die letzten 10 Minuten hernehmen, wo man dann wirklich dann die Unterstützung der Fans braucht haben, und das war dann wirklich wieder ein Hexenkessel, und das hilft uns natürlich sehr, sehr weiter. Und ja, schauen wir, wie wir das am Freitag kommen, dann sehen wir sehen, wo die Stimmung besser ist oder war, und dann können wir es vergleichen. Wie gesagt, alles, wo es unter 10.000 Zuschauer sind im Stadion auf der Kugel, glaube ich, ist für uns Spieler uninteressant, und auch für die Fans, glaube ich, dass es nicht so viel Spaß macht. Ja, letzte Saison haben wir genau ein Spiel gehabt, das war gegen Austria Salzburg, die erste Partie. Das war ja von der Stimmung her zum Vergleichen mit St. Pölten daheim, mit Blau-Weiß daheim, von der Stimmung her. Aber ja, wir fühlen sich sehr, sehr wohl in Pasching. Wir haben da genau das, was wir brauchen. Die Größe ist perfekt. Der Rosen ist vom Allerfeinsten. Und ja, so können wir weitermachen. Und ich glaube, dass das bis zum Ende der Saison sehr, sehr großer Vorteil für uns ist als Mannschaft, und dass wir noch sehr, sehr viele Punkte hier im Waldstadion holen und hoffentlich auch 6 auf der Kugel. Jawohl, das ist eine Ansage. 6 Punkte auf der Kugel in den Auswärtsderbys, das hoffen wir natürlich alle. Ja, und wie du schon gesagt hast, hier im Waldstadion werden hoffentlich auch viele Punkte geholt, und die werden auch bitter nötig sein, wenn man den aufsteigen will. Offizielles Ziel, Aufstieg gibt es ja nicht, aber jetzt nach 10 Runden kann man durchaus sagen, der LASK spielt auch dieses Jahr, wie die letzten Jahre auch, wieder um den Aufstieg mit. Wir sind de facto Tabellenführer, ne, wenn man jetzt RB Liefering ausklammert. Wie sieht es da bei dir jetzt genau aus? Dein Vertrag läuft ja grundsätzlich im Sommer 2017 aus. Bei einem Aufstieg wirst du da auf jeden Fall verlängern, oder, beziehungsweise was passiert, wenn der LASK diese Saison nicht aufsteigt? Sagst du dann ein Jahr erste Liga zusätzlich, tut mir nicht weh, oder willst du auf jeden Fall in die Bundesliga? Ja, das ist auch noch sehr, sehr weit bis dorthin, aber in erster Linie steht natürlich das Ziel Bundesliga mit LASK, und ja, wie gesagt, wäre natürlich für mich persönlich richtig cool, mit dem LASK Bundesliga zu spielen, aber wir schauen jetzt wirklich von Spiel zu Spiel nur weiter weg. Wir wissen, wie wir letzte Saison abgeschlossen haben, und das Jahr davor, da waren wir ja auch schon vor der Meisterschaft der Fixaufsteiger, und das spielt es halt nicht, und ja, schauen wir, dass wir von Spiel zu Spiel schauen, von 3 Punkte zu 3 Punkte. Das haben wir jetzt im ersten Viertel und mit Freitag, mit dem ersten Spiel vom zweiten Viertel, ich glaube mit 24 Punkte, sehr, sehr gut gelöst, und so kann es weitergehen. Und die Woche erwartet uns natürlich auch zwei sehr schwierige Aufgaben, mit Dienstag den Cup und Freitag im Derby gegen Blau-Weiß. Ja, so kann es weitergehen. Ja, auf jeden Fall. Und in diesem Sinne bedanke ich mich bei dir, Felix, recht herzlich für die Gelegenheit, mit dir ein bisschen zu plaudern über deinen Werdegang, über deine Zukunft und natürlich auch über diese Saison und hoffentlich natürlich den Aufstieg. Und in diesem Sinne viel Glück für die weitere Saison, für deinen weiteren Werdegang und natürlich der ganzen Mannschaft jetzt für diese schwere Woche gegen Karlsdorf im Cup und natürlich dann im Stadtderby.